Hallöchen, Freunde, ich zeige euch heute, wie das Ganze bei League of Legends in-game so funktioniert. Und dafür nehme ich mir ein kleines Spielchen heraus, das ich einfach mal so gestartet habe, um das Ganze zu zeigen. Hier oben sehen wir unser Team, das ist manchmal auch unten, es kommt drauf an. Und das ist der Ladebildschirm, da sehen wir, was die Gegner für ein Team haben, was wir für ein Team haben, was für Beschwörer-Skills alle benutzen. Und wie schnell wir mit dem Laden sind. Und da ich gerade aufnehme, bin ich nicht sonderlich schnell. So, normalerweise bin ich immer als erstes fertig, aber das ist jetzt, weil ich aufnehme. Bisschen hängen geblieben. Egal. Das geht gleich, glaube ich, wieder besser. Jojo, jetzt müssen wir nur darauf warten, dass wir jetzt ins Game kommen. Die Arcade Zone ist eigentlich übrigens ein sehr schöner Skin. Komm schon, Morgana, Dankeschön. Und jetzt los. Los geht's. Los, los, los. Los. Jawohl. Halleluja. Warum geht das jetzt nicht auf die FPS hoch, die ich will? Dankeschön. Also, hier unten sehen wir unsere Skills, die wir mit Q, W, E und R machen. Und dafür werde ich mir jetzt erstmal ein Skill aussuchen. Warum funktioniert das denn nicht flüssig? Okay, komm. Dann sehen wir hier unser Shop-Dingen. Da kann man dann nach Kategorien einkaufen. Angriff der Beschwörer. Je nachdem, was der Charakter für Shop-Sachen braucht halt. Und ich werde mir jetzt erstmal Schuhe kaufen, um ein bisschen schneller zu sein. Und drei Heiltränke, damit ich auf meiner Lane besser verfahren kann. Und ich habe mir Renekton ausgesucht, damit ich auf die Top-Lane gehen kann. Ich wollte eigentlich einen Jungler nehmen, der war aber auch schon gepickt worden, deswegen nehmen wir Renekton. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist Mundo, der Jungler von unserem 30 Team. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Und der wird euch das dann zeigen. Wir haben hier auf jeden Fall drei Lanes. Eine, die nach oben geht. Mit jeweils drei Türmen, bevor man in die Basis kommt. Dann in die Mitte. Und Bot. Sieht man hier unten in der Minimap auch. Und dann gibt es das gleiche nochmal für die gegnerischen Türme. Da sieht man das zum Beispiel. Und dann Ziel des Ganzen ist es, die Türme zu Vasallen zerstören. sind erschienen. Entweder die Gegner zerstören unsere Türme und Inhibitoren und müssen dann am Ende unsere Nexus töten. Zerstören natürlich. Oder wir schaffen das und zerstören ihren Nexus. Dafür benutzt man halt deinen Helden und die Vasallen, die wir hier sehen. Das sind die Verbündeten, die wir haben, die in Zeitintervallen von dem Nexus geschickt werden. Und Ziel des Ganzen ist jetzt in unserer Lane nicht zu sterben gegen den Champion am besten. Und so viele Vasallen wie möglich zu töten. Denn pro Vasallentötung kriegen wir Geld. Und pro Champion-Tötung noch ganz, ganz, ganz viel Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau das irgendwie skaliert wird, aber. Ah, da will direkt jemand aufmucken. Es ist halb, also es geht darum, möglichst viele Last Hits, wie man sie nennt, zu kriegen. Ja. Nein, nein, nein. Und darum geht es halt in dem Spiel so ein bisschen. Das ist jetzt so ein bisschen Tutorial, bisschen nicht Tutorial. Das ist jetzt einfach, was ich zu erzählen habe, habe ich zu erzählen. Und sonst ist es eigentlich nur ein Spiel. Und ja. Damit kann ich euch eigentlich auch schon Renekton zeigen. Erstes Blut. Oh, das war schlecht von mir. Gegnerische Okay, Doppeltür. da sehen wir schon direkt, dass unsere Botlane verkackt. Nämlich beide von der Botlane gestorben sind. Das ist ganz toll. Jojo, und dann kann man hier, wenn man ein Level aufsteigt. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Da müsste ich ihn gleich schon erwischen, wenn er mir jetzt nochmal zu nahe kommt, dann müsste ich ihn eigentlich haben. Habe ich den Last Hit nicht gekriegt, das ist jetzt nicht so schlimm. Er kann sich aber gut heilen, der Typ. Dankeschön. Ich bin weg.
Da hat man gesehen, dass es der andere Jungler da kam. Und ja. Die sind dann hier im Jungle unterwegs. Da sind auch Monster, die nach einer gewissen Zeit immer spawnen, wie man hier bei Mundo gerade gesehen hat. Und das sieht man halt daran. Da bei Mundo jetzt zum Beispiel. Der portet sich jetzt zurück. Das kann man mit B machen. Das Ganze. Ich weiß nicht, warum es leckt. Egal. Jetzt geht's wieder. Boah, jetzt hat er sich aber aufgemotzt hier wieder. Der Rengar. Ich hoffe, unsere Botlane verkackt jetzt nicht. Ich kann ja was zum Meta erzählen. Nee, erstmal zum Jungle. In dem Jungle sind halt immer verschiedenste Monster drin. Hier, also größere Monster. Was laber ich hier eigentlich? Und kleinere Monster, die großen, bringen Buffs. Na, dann kriege ich nicht mehr. Und die großen geben halt Buffs und die sollte man als Jungler auf jeden Fall als erstes machen. Wenn man auf Mana spielt, am besten den Blue Buff. Alter Schwede! Nein, 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 nein. What the fuck war das denn? Lololololol. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt muss ich aufpassen. Ne, heilt sich auch. Das ist... Fuck, ey. Ist nicht gut. Aber ich denke, das kriege ich hin. Da muss ich einfach aufpassen, weil Rengar ist übelst stark, wenn man ihn aus dem Busch agieren lässt. Und das wollen wir möglichst verhindern. Ich muss ihn ein bisschen schwächen. So viel Damage hätte ich gerade echt nicht gerechnet. Und da habe ich alle erwischt. Mit meiner Ulti könnte ich jetzt schön was herauszögern. Hat der Ulti seine Ulti benutzt, um abzuhauen. Es ist halt wichtig, so viele Last-Hits wie möglich zu kriegen. Und dabei am besten nicht zu sterben. Ich werde mich jetzt nochmal zurück... Oh, shit. Die ist auch nicht besonders toll als Junglerin. Das ist... Ein guter Jungler hätte mich jetzt getötet, aber... Naja. Wie dem auch sei. Ich kaufe mir jetzt mal trotzdem eine Ward. Also Wards sind dafür da, um einen bestimmten Bereich... Hier sehen wir, da steht ein Ward. Der deckt einen ganzen Bereich auf und da sahen wir gerade Fiora. Fiora rumrennen. Und das ist halt sehr wichtig für die Supports. Hier Sona zum Beispiel ist ein Support. Diana ist ein Support. Die unterstützen den AD-Carry. Bei uns Vayne, bei den Gegnern ist das Ezreal. Und kaufen Wards, sorgen für die also helfen uns. Und all der Kram, der so ansteht halt. Ich werde den Ward mal hier platzieren. Ich habe ja jetzt einen Ward da stehen, muss also nicht mehr ganz so vorsichtig spielen. Weil ich ja jetzt sehen kann, falls Fiora kommt. Er hat immer noch nur die Schuhe.
Da hat mich der Tower kurz angegriffen. Die Tower können also auch angreifen, wie ihr seht. Ist ganz praktisch. Also, man sollte sich nicht von den Towern angreifen lassen. Und die werden immer angreifen, entweder wenn ich alleine da stehe, vor beim Tower, oder... Ja, ich muss warten. So. Halt so, dass die Tower immer einen angreifen, wenn man auch einen gegnerischen Champion angreift. Komm! Ich kämpf gern gegen dich. Komm her. Und weg. Verdammt. Okay, da... Habe ich zu langsam agiert, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe ihn erwischt, er mich auch. Er hat mich nur erwischt wegen dem Tower. Ja. Wir haben ungefähr gleich viele Creeps, also Vasallen, getötet. Ich habe ich mit 52, er mit 51. Ja. Hier, wenn man Tab gedrückt hält, sieht man die Spielstatistik, was unsere Gegner gekauft haben, was wir gekauft haben. Und hier sehen wir, oh, das könnte sehr gut werden. No, das war nicht so gut. Auf Leichtsinn werde ich mal gucken, ob Peora sich versucht, hier in den Busch wegzuporten. Das wäre... Oder gar da bleibt. Okay, das war nicht so klug von mir. Da kommt Rengar auch schon runter. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal wieder weg. Rengar hat sich... Oh Gott, der hat sich aber auch aufgepumpt jetzt. Finde ich nicht gut, du. Ich weiß nicht, ob er mich direkt one-hitten könnte. Da muss ich aufpassen, wo der langläuft. Wenn er nämlich aus seinem Busch irgendwie agiert, dann... Ich darf hier nicht seine Attacken machen lassen. Ich muss mich an ihm hochheilen. Mit meinem Q, das heilt mich nämlich. Muss sehr vorsichtig sein. Nein? Pfui. Kann sich verdammt heilen, ey. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe Mundo nicht einmal oben gesehen. Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Ich kann nichts machen, ich muss hier zurück, dann wird der Tower fallen. Da tut mir furchtbar leid, aber... Das passiert nun mal, wenn ein Jungler niemals oben ist. Da ist jemand gerade abgehauen. Ah! Wir könnten den kriegen. Könnten. Oh, oder auch nicht. Wenn die Botlane nicht checkt, dass die andere Botlane halt, die gegnerische Botlane nicht mitkommt, dann ist das sehr doof.
Nein, du greifst mich nicht an. Alter. Spring mich an, los. Spring mich an. Will er nicht so. Jetzt sehe ich das, wenn er in den Busch rennen will. SS schreibt man, wenn jemand nicht mehr auf der eigenen Lane ist. Sprich, er irgendwo roamen könnte. Das ist im Moment der Fall bei mir. Deswegen schreibt man SS. zu 10. Hier sieht man die Statistik von unserem Team. Die Tötung von unserem Team, die Tötung vom gegnerischen Team. Ist ja ausgeglichen bisher. Oh, da habe ich alle erwischt. Und das ist der Rengar auch schon wieder. Hat sich direkt wieder was Schönes gekauft. Was ich gar nicht gut finde. Ich habe trotzdem mehr Creeps als er. Was mich wundert. Spring mich doch ruhig an. Das bringt dir auch nichts. Okay, das gleicht sich gleich wieder aus. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass unser Blue in unseren Händen bleibt. Also der Blue Buff. Der Blue Buff ist nämlich ein Mana Buff. Den haben wir hier. Da. Wenn man den besiegt, dann bekommt man einen Mana Buff und das Mana wird regeneriert und man kriegt mehr Mana und so. Abklingzeiten werden regeneriert. Also so ein Kram halt. Was ich nicht gebrauchen kann. Weil ich kein Mana besitze. Ich spiele auf Wut. Dass ich pro Angriff Wut bekomme. Oh. Da ist Rengar. Hab ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, danke. Wow, danke Morgana übrigens. Ach ja. Okay, ich muss sagen, ich habe hier nicht gecheckt, dass Rengar hier ist. Deswegen war das auch meine Schuld, aber Morgana hätte mir echt helfen können. Naja. Verkaufe ich das mal. Kaufe mir hier das Ding, um mehr Leben zu kriegen. Was ihr dann kauft, müsst ihr selber sehen für die jeweiligen Gems, weil der hier, der Renekton, läuft auf AD, also auf physischen Schaden. Und der, und viele andere halt nicht. Die laufen auf Fähigkeitsstärke. Das sind halt so Sachen, die man beachten muss. Oh, da habe ich doch beide gekriegt. Dass sie auch nicht raffen, dass ich gesagt habe, dass sie nicht da sind, ne? Dumm wie Brot, immer noch. Naja. Oh, da leckt's bei mir. Ich weiß nicht, was die da machen. Das war wohl nichts. Da habe ich mich dank meiner Ulti noch gerettet. Oh, da trifft die... Morgana. Ich liebe dich. Ihr seid so fucking schlecht alle, ey.
Verstehe nicht, was sie da macht. Feed. Tränker. Toll. Seid solche Pros. Ja, der Tower ist auch weg. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Dann gehen wir mal unten helfen. Vielleicht ist da ja irgendwas zu helfen. Oh, da ist ein... Wollen wir doch mal schnell runter. Gucken, ob wir nicht doch irgendwie helfen können. Ah, okay, dann nicht. Ja, case mir doch einfach den Kill. Scheiß Lex, ey. Arschgesicht, ey. Da kommt Rengar. Alter, dieser Rengar ist so gefiedelt, ey. Ganz toll. Was macht die jetzt schon wieder da? Das ist so super. Da sieht man auch direkt mal den Sinn von League of Legends. Ragen. Rage, Rage, Rage. Ist das meiste, was du hier in League of Legends machst. Du rage die ganze Zeit nur rum. Ich werde mir mehr Rüstung kaufen müssen. Das ist kein erstes Spiel, das ihr da vielleicht so erwarten solltet. Nein, wir werden nicht aufgeben. Also ich werde auf jeden Fall nie aufgeben. Aber... ja... Renekton ist jetzt auch nicht gerade mein... Glanz... der Beste, den ich spielen kann oder so. Wie soll ich das, wie man das auch sagen kann? Ist nicht mein Main-Charakter. Ich weiß nicht, warum ich ihn genommen habe. Ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, warum ich Blue mache. Nimmt mir irgendjemand mal Blue ab? Nein. Die kämpfen da lieber rum. Dann nehme ich mir Blue. Pech gehabt. Pech gehabt. Und es gibt dann halt so verschiedene Lanes, die, weiß ich nicht, wann das eingeführt wurde, dass das so ist, aber oben ist halt einer, in der Mitte ist einer und unten sind immer zwei. Der AD-Carry unten und halt der... Och, nee, es ist... wir haben verloren, komm, das kann man eigentlich... kann man knicke. Die sind einfach viel zu krass gefeedet. Ezreal 8-3, Rengar 7-1, Fiora 6-0. Ich weiß ja nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Außer, dass ich mich heilen werde jetzt. Nein. Nein, ich will nicht aufgeben. Ich will euch so viel wie möglich von bei dem ersten Spiel zumindest zeigen. Ich weiß, das ist jetzt nicht das tollste Spiel direkt, aber... es ist einfach behindert. Behinderter Kaka. Hä, wie hat denn...
Morgana gerade Leben verloren und dann wieder dazugekriegt. Ist ja komisch. Alles meine. Nimmst du meine Kills, ich nehme deine Creeps. Sind keine Tower irgendwie ansatzweise gepusht, meine auch nicht. Unser Inhibitor wurde zerstört, also kriegen die Gegner jetzt Supervasallen, die dreimal so stark sind gefühlt. Und einfach mal Mords reinhauen. Was ist das denn hier? Cool. Kommt das von Arcade so, ne? Finde ich geil. Lass mich hier durch. Nein, lass mich. Ich will das. Ich will das. Tja, war wohl nichts, ne? Danke. Ja, das ist weg. Der Baron ist jetzt weg, Leute. Das bringt jetzt auch nichts mehr, dahin zu pingen. Ist mir auch völlig egal jetzt gerade. Ganz toll. Ein Ulti. Ganz toll gemacht, Morgana. Naja, lass mich doch nicht durch. Genau. Bringt alles nichts mehr, das ist verloren. Sollen die am besten durchpushen, dann haben wir als erstes Video nicht ganz so großes halt. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall gereicht, um einen ersten Spieleinblick zu kriegen. Wäre Mundo vielleicht mal nach oben gekommen, dann wäre das Ganze auch nicht so furchtbar verlaufen, glaube ich. Fiora kam zweimal hoch, dreimal hoch. Es ist auch überhaupt nicht das, was ich eigentlich kann, sondern viel, viel mehr. Das ist deswegen, das ist so furchtbar schade gerade. Und ich weiß nicht, ich kann viel mehr. Das ist gar nicht das, was ich eigentlich, wie ich eigentlich spiele. Das ist. Oh. Das können mir auch viele bestätigen, aber. Scheint wohl der Aufnahmedruck zu sein oder so. Ihr rafft es nicht, ne? Ihr rafft es einfach nicht. Ich muss mich immer mehr mit Rüstung ausstatten. Zwar nicht ganz so toll gegen Ryze, aber. Ah, weggeflasht. Es bringt nichts, sie zu verfolgen, Mann. Leute, kommt zurück. Oh, ja, da sollte ich vielleicht mal besser da helfen. Ja, es geht. Eigentlich bringt es das nichts mehr. Jetzt nicht mehr. Die holen sich jetzt Baron und pushen hier durch. Das bringt alles nichts mehr. So wirklich, auf jeden Fall. Baron müsste weg sein. Ist er nicht? Lol. Ist ja komisch. Ezreal ist da. Okay. Toll. Wow. Ach ja, okay, er hat auch. Okay, er war auch gefeedet.
Ach ja. Scheint wohl irgendwie der Aufnahmedruck oder so zu sein, aber... Aber das stellt euch jetzt wenigstens darauf ein, was im weiteren Spielverlauf alles, weiteren Let's Play-Verlauf alles noch geschehen wird, denn solche Spiele werden oft kommen, dass die Mitspieler einfach nur dumm sind. Ich habe meine Lane nicht verloren. Erst nachdem Rengar irgendwo anders gefeedet wurde, habe ich es halt verkackt. Und, ja. Das ist die dicke Wichse daran. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick gekriegt in das Spiel. Auch wenn ich jetzt verloren habe, das erste. Ganz toll. Und ich habe gemerkt, mitten wir mal im Spiel ist, kann man so scheiße erklären. Ich habe es zumindest versucht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde das nächste Mal ein bisschen... Top ist auch eigentlich nicht meine stärkste Seite. Ich werde jetzt das nächste Spiel einfach mit... ihr wisst schon, mit meinem Main oder einer meiner Mains zum Beispiel starten und dann gucken wir mal, ob das besser verläuft. Man sieht sich dann beim nächsten Video. Haut rein, Leute.